du kennst das, du bist mit ein paar Leuten zusammen und man redet über jemand und auf einmal erscheint genau diese Person. Oder du hast jemanden lange nicht getroffen und du sprichst über diese Person und auf einmal ruckzuck begegnest du ihr. Das kennt jeder. Das ist etwas, wofür es im Deutschen ein Sprichwort gibt. Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er. Wenn man vom Teufel spricht. Die Juden haben für diese gleiche Situation ein völlig anderes Sprichwort, aus einer vollkommen anderen Denkrichtung herkommend. Wir kennen die gleiche Situation und wenn man dort über jemand anderen spricht, der auf einmal erscheint, dann sagt man, schade, dass wir nicht vom Messias gesprochen haben. Das bedeutet, wir haben jetzt von dieser Person gesprochen und sie ist gekommen. Hätten wir vom Messias gesprochen, so wäre er gekommen. Das ist wirklich ein ganz anderer Denkansatz. Die Juden erwarten den Messias und die Deutschen rechnen eher damit, dass der Teufel auftaucht. Worum es mir aber hier geht, ist, das, was wir aussprechen, das, was wir proklamieren, worüber wir reden, hat schöpferische Kraft. Das, was wir über unser Leben aussprechen, hat schöpferische Kraft. Weißt du, Gott hat die Welt durch sein Wort geschaffen und wir sind sein Ebenbild. Wenn wir etwas aussprechen, hat das eine kreative Kraft, Realität zu werden. Und unter diesem Gesichtspunkt solltest du einmal überlegen, was sprichst du über dein Leben aus? Über deine Situation, über deine Gesundheit, deinen Finanzen, deiner Familie, deiner Ehe. Was sprichst du über dein Leben aus? Kürzlich begegnete uns eine Frau, die hat gesagt, ich werde niemals aus dieser Angst herauskommen. Ich werde diese Angst immer haben. Und sie wollte gar nicht davon ablassen. Das war ihr Statement und sie hat es geglaubt. Und es wird genauso geschehen. Sie wird sich ihr Leben lang mit ihrer Angst herumschlagen müssen, wenn sie solche Sachen behauptet. Wenn du über deinem Leben sagst, ich kann das nicht, dann wirst du es nicht können. Deshalb sagt uns die Schrift, wir sollen dranbleiben und sollen mit dem Herrn sagen, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ich kann alles mit ihm. Ich kann. Und ich bin fähig, das zu tun, was Gott möchte, dass ich tun soll. Was sprichst du über deinem Leben aus? Gesundheit oder Krankheit? Gutes oder Schlechtes? Versorgung oder Mangel? Freundschaft oder Ablehnung? Segen oder Fluch? In der Bibel finden wir einige Bibelstellen, die dieses Thema beinhalten. Da heißt es beispielsweise in Sprüche 10, wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Das ist genau dieses Thema. Oder in Hiob heißt es, denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Und wovor mir bangte, das kam über mich. Die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, die Dinge, über die ich spreche, die Dinge, die ich proklamiere, die werden in meinem Leben Realität. Und deshalb, die Dinge, die du heute über dir aussprichst, die werden deine nächsten Jahre prägen und die entscheiden, in was du hineingehst. Deshalb lade ich dich ein, sprich gute Dinge aus. Sprich aus, ich kann es mit dem Herrn, ich bin fähig, ich bin in der Lage, ich schaffe es. Ich werde hineinkommen in das volle Maß dessen, was Gott für mein Leben geplant hat. Und erwarte nicht, dass der Teufel auftaucht, wenn Gott dir seinen Segen geben will, wenn er dir seinen Messias geben will. Bleib dran und proklamiere Gutes in deinem Leben. Sprich Gutes aus über dir und erwarte, dass Gott dich dort hineinbringt. Gott hat viel mehr für dich.